Guten Abend, liebe Freunde, hier ist MD Vegan. Heute mit einem leckeren, leichten Paprikasüppchen. Ich habe schon mal eins gemacht, nur mit Cashews und Paprika, super einfach. Heute mache ich es ein bisschen komplizierter, es kommen Tomaten dazu. Ich habe immer schon gedacht, das könnte eine gute Kombination sein. Ich habe also hier Paprika genommen, klein geschnitten. Schöne rote Paprika und ein paar getrocknete Tomaten. Die sind eingelegt gewesen. Und speziell diese Sorte, die wurden in Italien eingelegt. Eine Freundin von mir hat mir die mitgebracht. Ich sage mir, die schmecken einfach göttlich. Ah, die sind köstlich. So richtig tomatig, sonnengereifte Tomaten. Ob die ganz roh sind, weiß ich nicht. Es kann nicht sein, dass beim Sonnentrocknen Temperaturen bis zu 60 Grad erreicht werden in der Sonne. Das muss nicht sein, es kann aber sein. Dazu kommt aber, dass die Tomate ja, als eine wenigen Früchte und Gemüse ist, die durch die Hitzeeinwirkung besser ihre Nährstoffe aufschließen. Das heißt also, 100% Rohkost zu essen, ist vielleicht nicht unbedingt nötig oder empfehlenswert, weil solche Sachen ja im Prinzip bedeuten, dass man dadurch mehr Nährstoffe kriegt, wenn man die Sachen erhitzt. Also jedenfalls, ich habe da keine große Sorge, auch wenn das jetzt nicht ganz roh sein sollte. Ja. Man kann aber auch, wenn man möchte, natürlich getrocknete Tomaten finden, die ganz roh gemacht sind. Kann man auch finden. Die jedenfalls, da weiß ich nicht so genau. Dann kommt dazu noch Basilikum und Knoblauch. Hier habe ich ein bisschen Basilikum frischen. Das ist schön, ne? Und ein bisschen Knoblauch. Eine kleine Zehe hier. Ja? Übrigens zum Basilikum noch zu sagen, ein wunderbares Kraut aus der Minzfamilie. Der Basilikum hat ja eine ganz starke Wirkung aufs Gehirn. Man wird dadurch wach. Ja? Auch Kinder, wenn die müde sind, braucht man nur so einen Stiel Basilikum zu geben, zu knabbern, schon sind die wieder fit. Ein ganz tolles Kraut, sehr gesund und ich habe es auch sehr gerne und es passt, wir wissen es alle, sehr gut zu Tomaten, ist ein Klassiker. Um die Soße, um die Suppe ein bisschen cremiger zu machen, habe ich heute Tahin, also gemahlene Sesam, einfach in einer kleinen Kaffeemühle, einer elektrischen Kaffeemühle, die habe ich immer da in der Küche, auch eines meiner wichtigsten Küchengeräte. Hier ist sie, kostet 20 Euro, hält also einigermaßen gut. Die früheren Modelle, die wurden uralt. Dieses hier, die modernen Modelle, die sind auch okay, aber die halten nicht so lange, die sind nicht gut verarbeitet. Aber für 20 Euro, wenn man die ganzen paar Jahre, 5 Jahre oder sowas hat, ist man immer gut bedient. Ich meine, das ist keine große Ausgabe, die sind sehr, sehr praktisch. Um das ein bisschen schmackhafter zu machen, kommt Zitrone rein. Ich habe hier eine Zitrone ausgepresst, ihr seht, so viel ist das ungefähr, eine schöne große Zitrone. Aber ich werde nicht alles reintun sofort, denn es kann sein, dass es zu viel wird. Dann kann man es schlecht rauskriegen. So Datteln reintun, wieder anfangen zu würzen und so. Und ihr seht schon, ich habe hier bei dieser Suppe heute mal wenig Gewürze. Also im Prinzip keine richtigen Gewürze. In der Basilikum ist ein Gewürz. Es sind ein paar Gewürze in der Tomate drin. Bei dieser Tomate, dieser eingelegten Tomate, ein bisschen gewürzt. Und der Knoblauch ist vielleicht eine Art Gewürz, kann man sagen. Also die klassischen Gewürze sind hier nicht dabei, wie Salz, Pfeffer und so weiter. Ich glaube, die Kombination, die Hälfte nehme ich erstmal, die Kombination dieser Früchte, Paprika und Gemüse und der Tomate und der Knoblauch und Basilikum, könnte schon ganz gut in der Suppe machen. Ich werde das alles mal klein malen, ein bisschen Wasser kommt rein. Ja, ich kann nachher noch ein bisschen mehr rein tun, wenn das zu dick sein sollte. Ich mag meine Suppen ganz gerne suppig. Nicht zu dick, nicht zu breiig. Und loslegen wir mal. Ein bisschen mehr Wasser reintun, das sehe ich schon. Ist ein bisschen dick.
Probier erstmal. Er hat einen wunderbaren Geschmack. Ja, und ich würde sagen, brauch wirklich nicht mehr rein. Das bisschen Wasser kommt. Auch kein Salz rein. Kein Pfeffer. Kann aber. Könnte natürlich. Aber ich fange hier ohne aus. Natürlich kann man das verfeinern. Aber ich hatte auch einen Charme, finde ich, um ab und zu mal wirklich ganz einfach zu kochen, ohne die Gewürze. Jetzt probiere ich nochmal. Die Konsistenz stimmt jetzt für meinen Geschmack. Also müsst ihr probieren. Die schmeckt einfach toll. Ich zeige euch mal ein Gläschen voll, wie die ins Glas hineinfließt. Dann werdet ihr gleich überzeugt sein. Vermute ich. Da. Ist das nicht schön? Da kann ich nur sagen, frohen Herzens genießen. Köstliche Tomaten-Paprikasuppe. Wohlbekommst, viel Spaß damit beim Nachmachen, Verfeinern. Schreibt mir eure Anregungen, wenn ihr wollt, wie ihr das verändern würdet, was ihr daraus macht. Ja, würde mich sehr freuen, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Hört, hört. Bis bald.